Hallo Kinder, es ist wieder Kinderzeit. Macht es euch bequem und hört gut zu. Eine verzweifelte Mutter bat einmal einen strengen König um Gnade für ihren Sohn, der zum Tode verurteilt war. Aber der König wies die Bitte der Mutter ab. Er sprach: Dein Sohn hat zum wiederholten Male Unrecht getan und die Gerechtigkeit fordert nun, dass er dafür mit dem Tode bestraft wird. Aber großer König, ich bitte nicht um Gerechtigkeit für meinen Sohn, ich bitte um Gnade, entgegnete die Mutter. Aber dein Sohn verdient das nicht, begnadigt zu werden, so der König. Großer Herrscher, weinte die Mutter, es wäre keine Gnade, wenn mein Sohn sie verdient hätte. Und Gnade ist alles, worum ich dich bitte. Also dann, sprach der König, so will ich gnädig sein. Und er verschonte den Sohn der Mutter. Habt ihr schon mal etwas getan, was verboten ist? Und wurdet ihr auch dafür bestraft? Was meint ihr? Hättet ihr es verdient, begnadigt zu werden? Oder hättet ihr es verdient, bestraft zu werden? Ich denke, wir alle haben verdient, bestraft zu werden, oder? Wisst ihr, Jesus hat öfters Gleichnisse erzählt. Gleichnisse sind Geschichten, die bestimmte Wahrheiten erklären. Und eines dieser Gleichnisse beschäftigte sich auch mit dem Thema Gnade. Eines Tages machten sich zwei Männer auf den Weg zum Tempel. Der Tempel stand in Jerusalem auf dem sogenannten Tempelberg. Beide Männer wollten dort beten, also mit Gott reden. Aber die beiden Männer waren sehr unterschiedlich. Beide waren zwar Juden und gehörten zum Volk Gottes, aber der eine war ein Pharisäer. Pharisäer, das waren Leute, die ganz fromm gelebt haben. Sie haben mit aller Macht versucht, alle Gebote Gottes einzuhalten. Sie haben den Glauben an Gott sehr ernst genommen. Kennt ihr ein paar Gottes Gebote? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Du sollst nicht... Punkt, Punkt, Punkt. Was glaubst du? Hätte der Pharisäer es verdient, dass Gott gnädig mit ihm ist? Wisst ihr, Gnade kann sich kein Mensch verdienen. Gnade ist ein Geschenk. Der andere war ein Zöllner. Zöllner waren Männer, die von den Einwohnern eines Landes Geld eingesammelt haben. Zum Beispiel, wenn jemand eine Straße benutzen wollte, dann konnte es sein, dass man dafür bei einem Zöllner Zoll zu bezahlen hatte. So ähnlich wie Maut auf Autobahnen im Ausland. Oftmals haben die Zöllner den Menschen auch mehr Geld abgenommen, als nötig war. Das Geld, was zu viel abgenommen wurde, ist dann in die Tasche des Zöllners gewandert. Deshalb waren Zöllner bei den Menschen ganz oft unbeliebt. Niemand mochte sie leiden. Glaubst du, dass der Zöllner es verdient hätte, dass Gott gnädig mit ihm ist? Oder was meinst du? Wer hätte es denn mehr verdient, dass Gott gnädig zu ihm ist? Der Zöllner oder der Pharisäer? Im Tempel angekommen, stellte sich der Pharisäer extra ein Stück vom Zöllner weg, weil er nichts mit ihm zu tun haben wollte. Er hielt sich nämlich für etwas Besseres. Deshalb hat er auch Folgendes gebetet. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch. Und damit zeigt er vielleicht sogar auf den Zöllner. Wie dieser Zöllner, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer dachte tatsächlich, dass er sich Gottes Gnade verdienen könnte. Deshalb hat er Gott eine lange Liste von tollen Dingen genannt, die er so macht. Ja, er meinte sogar, dass er so gut ist, dass er Gottes Gnade überhaupt gar nicht braucht. Er dachte, dass er ohne Sünde ist und alles richtig machen würde. Und in der Bibel macht Gott aber uns ganz klar deutlich, dass niemand so gut sein kann, dass er ohne Sünde wäre. Römer 3, 10. und auch der 23. Vers. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Denn es ist kein Unterschied,
denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Selbst wenn man sich noch so sehr anstrengt, gibt es immer wieder Dinge in unserem Leben, die Sünde sind. Zum Beispiel schlechte, böse, eifersüchtige oder neidische Gedanken. Was denkst du? Welche Sünde hat der Pharisäer in seinem Leben? Richtig, der Pharisäer hielt sich selbst für gerecht. Er war stolz und überheblich. Und all das ist Sünde. Und jede Sünde trennt uns von Gott. Das ist wie bei einer Pizza, die mit Pilzen ist, also Fungipizza. Auch wenn da nur 20 oder 50 Pilze darauf sind, die gut, also ungiftig sind, und wenn da nur ein einziger Pilz ist, ein Giftpilz, dann ist die ganze Pizza vergiftet. Und schlecht, die kann man da nicht mehr essen, oder? Oder würdest du, wenn du eine Pizza isst und ganz genau weißt, dass alle Pilze gut sind, aber nur ein einziger giftig ist, würdest du ihn dann noch essen? So reicht auch nur eine einzige Sünde in unserem Leben aus und wir sind für Gott ungenießbar. Der Zöllner war ja auch zum Beten in den Tempel gekommen. Der hat aber ganz anders gebetet. In der Bibel steht, wie er gebetet hat. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner ist ganz demütig zu Gott gekommen. Und das zeigt auch sein ganzes Verhalten. Er hat sich gar nicht richtig nach vorne in den Tempel getraut. Auch hat er sich nicht getraut, nach oben zu schauen. Kennt ihr das? Wenn ihr etwas ausgefressen habt, dann schaut ihr auch euren Eltern nicht in die Augen, sondern im Gegenteil, ihr schaut eher auf den Boden. Und genauso erging es auch dem Zöllner, als er zu Gott gekommen ist. Er wusste nämlich, dass sein Leben nicht in Ordnung war. Und er wusste, dass er Sünde in seinem Leben hatte. Und er wusste, dass er Strafe dafür verdient hatte. Was meint ihr? Dachte der Zöllner, dass er Gnade Gottes oder Vergebung verdient hatte? Ich denke ganz bestimmt nicht. Er wusste, dass er eigentlich Strafe verdient hatte. Und die Strafe für die Sünde, das ist der ewige Tod. Das können wir auch in Römer 6. Kapitel 23. Vers lesen. Wegen der Sünde sind wir für immer von Gott getrennt. Das ist das, was jeder Mensch wegen seiner Sünde verdient hat. Was denkst du, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du Gnade verdient oder hast du eher die Strafe verdient? Ich denke, du und ich, wir alle haben einfach nur die Strafe verdient. Ja? Damit hat jeder Mensch ein riesiges Problem. Ja? Wegen unserer Sünde haben wir nämlich alle den ewigen Tod verdient. Und wir können nichts dagegen tun, dass Gott uns vergibt oder uns gnädig ist. Aber es gibt einen Weg, wie Gott uns vergibt. Jesus, Gottes Sohn, hat für uns das Problem gelöst. Er ist am Kreuz von Golgatha einen ganz schlimmen Tod gestorben. Aber er hatte diesen Tod gar nicht verdient. Er war ja Gottes Sohn und er hatte nie eine Sünde oder ein Unrecht getan. Aber er ist freiwillig gestorben, denn er hat die Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdient hätten wegen all unserer Sünde. Er liebt uns nämlich so sehr, dass er uns unsere Schuld vergeben möchte. Gnade kannst du dir nicht verdienen. Nicht durch artig sein oder sonst irgendetwas Gutes tun. Erinnere dich an die Pilzpizza. Willst du auch, dass Gott gnädig mit dir ist und dir deine Schuld vergibt? Dann kannst du wieder Zöllner beten. Und das könnte vielleicht so lauten: Jesus, ich weiß, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Es tut mir leid, dass ich Dinge gesagt oder auch getan habe, die dir überhaupt nicht gefallen. Ich will nicht länger von dir getrennt sein. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Danke dafür. Bitte vergib mir und sei mir gnädig. Ich will jetzt mit dir leben und das tun, was dir gefällt. Als Jesus den Zuhörern die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner erzählte, sagte er zum Schluss, wem Gott gnädig ist und auch warum. Was meint ihr? Wem ist Gott gnädig? Dem Zöllner oder dem Pharisäer? Richtig, Gott ist dem Zöllner gnädig. Und Jesus beendete die Beispielgeschichte mit folgenden Worten. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn der Zöllner wusste, dass er Sünder war
und dass er Schuld in seinem Leben hatte, die ihn von Gott getrennt hatte. Er wusste, dass es nur einen einzigen Weg gab, um die Schuld vergeben zu bekommen. Er konnte sich die Vergebung nicht verdienen, nicht mit guten Taten oder sonstigen Sachen. Er konnte sich die Gnade Gottes nur schenken lassen. Und das hat er getan. Er hat seine Sünde bekannt, das heißt, er hat sie zugegeben und Gott um Gnade, um Vergebung gebeten. Erinnert euch noch an die Geschichte ganz zu Anfang? Auch da gab es nur eine einzige Chance für den Sohn, nämlich, dass der König gnädig sein würde. Und genau um Gnade hat die Mutter gebeten. Also Kinder, Gnade kann man sich nicht kaufen. Gnade ist ein Geschenk. Vergiss das nie. Lasst uns jetzt gemeinsam ein Lied singen, wie wunderbar Gott zu uns ist. Bleibt gesegnet. Bis zum nächsten Mal.